Der Changeman hat einen Monat Vollzeit-YouTuber gemacht, ein Selbstexperiment, bei dem ich auch mitgemacht habe. So Leute, wir gehen mal kurz rein in die Olga. Transporterdenker, dankeschön für den Hype-Chain. Kuss. Was passiert, wenn ich meinen Job schmeiße und versuche von YouTube zu leben? Ja. Mit 160.000 Abonnenten. Das wird schwer. Ich glaube, das wird schwer. Ich habe es einen Monat lang für euch ausprobiert. Ja. Ja. Damit ihr nicht nur meine subjektiven Erfahrungen hört, habe ich eine Menge Vollzeit-YouTuber in meinem Umfeld gefragt, wie es ihnen damit geht und ob sie den Job weiterempfehlen würden. Also Leute, ich sag's so wie es ist, ich kann den Job YouTuber absolut nicht weiterempfehlen, wirklich nicht, gar nicht. So hollow. Auf die Idee zu diesem Video kam ich, als mich eine Schülerin auf Instagram fragte, ob ich YouTube als Beruf empfehlen würde. Und ich konnte es nicht so wirklich beantworten. Für alle, die meine Videos nicht regelmäßig schauen, ich bin kein hauptberuflicher YouTuber. Ja, ich bin Regisseur und Drehbuchautor. Und als ich vor ein paar Monaten ein großes Filmprojekt verschob, hatte ich die Chance, die frei gewordene Zeit zu nutzen, um zu schauen, was möglich ist, wenn ich einen Monat lang YouTube zu meinem Haupt... Ich habe schon gekündigt, was mache ich jetzt, Beatnox? Schade, Bro, schade. ...Beruf mache. Mir war nicht klar, wie sehr sich mein beruflicher Alltag dadurch ändern würde. Vor allem durch die Ortsveränderung. Denn als allererstes zog ich nach Madeira. Kleiner Scherz. Ganz wichtig. Und so sah mein Tagesplan vor dem Experiment aus. Wichtig. Normalerweise stehe ich um 6.30 Uhr auf und frühstücke. Dabei lese ich ein Buch oder schaue Valulis. YouTube-Videos. Fürs Fernsehen zu online, für TikTok zu horizontal. Die gehören für viele von uns einfach dazu. Zum Beispiel der Videos. Wer mich auf Patreon unterstützt, weiß, dass Videoproduktion, so wie ich sie betreibe, der einer professionellen Kurzfilmproduktion gleicht. Mhm, jedes einzelne Mal. Ja. Ich überlege mir ein möglichst spannendes Experiment. Dann recherchiere ich, ob es das schon gibt. Falls ja, dann überlege ich, ob ich einen Mehrwert mit meinem Experiment schaffen kann und passe es entsprechend an. Dann ziehe ich das Experiment durch, parallel zu meiner normalen Arbeit. Ja. Anschließend schreibe ich ein Skript, um alle Eindrücke möglichst komprimiert und interessant zu verpacken. Mhm. Ich mache mir eine Liste mit visuellen Schnittbildern, die ich dann oft mehrere Wochen nach dem Experiment an einem oder mehreren Drehtagen alleine realisiere. Dann wird das Ganze nachts nach meiner Arbeit geschnitten und deswegen brauche ich im Durchschnitt 4 bis 8 Wochen für ein einzelnes Video. Der Aufwand, Alter, ist nicht zu unterschätzen, aber dafür ist die Bezahlung super, ja, oder? Ich habe im letzten Monat 56,89 € verdient für ein Video, in dem 100 Stunden Arbeit drinstecken. Das sind 50 Cent Stundenlohn vor Steuer. Aber das wird jetzt alles anders. Ich werde einen ganzen Monat als reiner YouTuber arbeiten. Und wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch länger. Los geht's. Mein erster Tag als Vollzeit-YouTuber war ein spannender und hochaktiver Tag. Ich stand um 5.30 Uhr auf, ging joggen, trieb Sport und saß bereits um 6 Uhr am Computer. Um 6.30 Uhr hatte ich die Themen für die nächsten 10 Videos recherchiert. Geil. Und etliche Kooperationen ausgehandelt, als auf einmal... Das stimmt nicht. Okay, also ich habe in Wirklichkeit erstmal ausgeschlafen. Geil. Also ich bin persönlich sehr glücklich mit YouTube. Man muss sich zwar manchmal sehr durchkämpfen und man muss sich auch ständig weiterentwickeln, aber gerade das gefällt mir auch an der Plattform. Ich finde das scheiße, dass man sich immer neu empfinden muss. Vor allem auch die Kommentare zu lesen. Am schönsten finde ich bei YouTube das direkte Feedback von Zuschauern. Was mir speziell aber auf der YouTube-Plattform am meisten Spaß macht, ist irgendwo der Austausch mit der Community, beziehungsweise auch das. Also, dass da Entertainment steht, ist für mich eine Beleidigung. Das würde ich übergreifend über das ganze Social-Media-Game sagen. Ich würde schon sagen, dass ich sehr happy bin auf YouTube, weil ich aktuell YouTube... Unge als Gaming-YouTuber, ja. ...wirklich wieder zu 95%, 90% als Hobby sehe und nicht mehr... Mann, wie der wieder so tut. Simon verdient Millionen, sagt, das ist sein Hobby. Arbeit, klar, ich mache auch Placements und so. Ich verdiene auch nicht wenig Geld auf YouTube, aber YouTube ist nur noch ein kleiner Teil von dem, was ich als Arbeit einstufe. Und ich mache das, was ich auf YouTube mache, mache ich sehr gerne und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin tatsächlich ziemlich happy auf YouTube. Was aber weniger mit YouTube zusammenhängt, sondern eher mit der Tatsache, dass ich da Geld verdiene oder zumindest ein bisschen was dazu verdiene mit Dingen, die mir ganz viel Spaß machen. Und das ist halt vorrangig Computerspiele spielen und Videos schneiden. Wie happy ich auf YouTube bin, hängt tatsächlich immer wieder davon ab, wie gut es natürlich gerade bei einem läuft und auch vor allem, ist Real Talk so, wie viel Spaß man gerade bei einer Sache hat. Es gibt immer mal wieder Videos, die man halt einfach macht, weil sie halt gemacht werden müssen. Mhm. Man hat Personalkosten, man hat einen Algorithmus, der gefüttert werden muss und es gibt einen riesigen Rattenschwanz an dieser Selbstständigkeit, der ja irgendwie auch weiterhin am Leben erhalten werden muss. Mhm. Und der dementsprechend gibt es natürlich das ein oder andere Video, wo man sich denkt, hätte ich jetzt dann lieber doch einfach nicht mal gemacht. Momentan bin ich so semi-happy und ich probiere mich selber wieder da glücklich zu machen. Ist ja so ein dauerhafter Selbstbefriedigungsjob, muss man. Oh, so geil, selbstbefriedigen einfach. Einfach sagen, wie werde ich am ehesten und am schnellsten wieder glücklich mit dem Content, den ich mache. Und das...
Digga, ich bin wirklich so dumm. Also es gibt einfach so Clips von mir, wo ich wirklich mir selber Fragen beantworte und mir selber auch zustimme. Ich bin einfach... Muss man dann immer abwägen. Ich habe dazu ein schönes Zitat von Kelly Mrs. Vlog heißt sie. Man muss das Ganze nicht mit Ausdauer, sondern mit Leidenschaft machen. Mir persönlich macht aber momentan wenig Spaß, weil es zu einer Pflicht geworden ist. Aber da arbeite ich dran, dass es wieder zu einem Spaß oder zu einer Leidenschaft wird. Das aber ist das, gar was nicht noch geil. Am spaßigsten von all dem ist, ist zu sehen, wie viele Leute, wie viele unterschiedliche Menschen, wie viel Geld Wissensstand man verdient. Her, von Auffassung so geil, her, Weltbildern her und so weiter, sich meine Sachen angucken und sich auch austauschen. Wie viel Geld? Und, diese Spanne zwischen alles geil alles und alles kacke ist so enorm. Und das, ist halt so geil, passiert, wie so viel bunt. Geld man verdient. Einem amerikanisch profitorientierten Unternehmen natürlich nicht unendlich ist. Viele meiner ersten Videos wurden zum Beispiel von YouTube gelöscht. Damals habe ich noch viel Satire gemacht. Und auch sonst hat YouTube natürlich einige Schattenseiten. Eine davon ist mir in den letzten 2 Jahren schmerzlich bewusst geworden. Wir skippen und zwar, ein bisschen durch, dass monothematische Kanäle besser funktionieren. Mhm, verlässt man das bewährte Konzept. Ist wirklich so. Monothematisch heißt quasi, dass ich wirklich immer, ja, es ist, eigentlich solltet ihr wissen, was es das ist. Dass ich bleibe die ganze Zeit bei einem Thema, mache immer nur das Gleiche. Das ist genau das. Das ist eine Sache, die mir immer wieder alle sagen, yo, mach doch nur Minecraft-Videos. Ja, aber ich will ja nicht nur Minecraft-Videos machen. Checkt ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding. Aber genau so ist es halt, weil die Leute schauen sich das meistens dann doch an, wenn ich halt immer nur Minecraft spielen würde, ne? Aber ich sag mal so, ich will auch mal andere Sachen spielen. Zum Beispiel mit Frauen. Ach, scheiß drauf, komm, Weird Champ. Oder probiert Neues aus, kann das einen Kanal ganz schön in die Knie zwingen. Und das ist mir auch passiert. Mir ist aufgefallen, dass mein Kanal im Juni, Juli 2020 komplett abgestürzt ist und ich habe nicht verstanden, warum. Mir auch, let's go. Aber ich kenne jemanden, der es vielleicht weiß und den frage ich jetzt mal. Dann habe ich Benny kontaktiert. Er ist YouTube-Experte und hatte direkt eine Menge guter Vorschläge. Als wir das erste Mal... Das ist so nice, ich kenne Benny ja auch. Das ist Benny, er ist YouTube-Experte. 241 Abonnenten. Aber Benny macht das tatsächlich wirklich gut, muss man sagen, an der Stelle. Als wir das erste Mal telefoniert haben, wo es denn darum ging, deinen Kanal erfolgreicher zu machen, habe ich auf den Kanal geguckt und habe halt schon direkt gesehen, irgendwas passt mit diesen Anzeigebildern nicht. Ich habe immer nur im Kopf gehabt, wie geil deine Videos sind, aber diese Anzeigebilder haben mich einfach nicht abgeholt. Sie haben mir nicht gesagt, worum es in diesem Video geht. Und dann habe ich das erste Mal deine Kanalstatistiken reingeguckt. Das hat mich komplett weggeblasen, weil ich sehen musste, dass teilweise Zuschauer zu 80% deine Videos durchgucken. Und zwar nicht einer, sondern alle im Durchschnitt gucken 80% deines Videos. Von da an war mir klar, dass wir an den Thumbnails und an den Titeln arbeiten müssen und damit vielleicht Erfolge feiern können. Mit Bennys Hilfe fing ich in der ersten Woche des Experiments an, meine Titel und Thumbnails zu ändern. Da Benny natürlich nicht umsonst arbeitet und das auch nicht sollte, investierte ich direkt zu Beginn des Experiments etwas Geld in diese neue Karriere und die Termine mit Benny. Außerdem hatte ich noch 2 komplett fertige Experimente rumliegen. Das heißt, ich hatte mich bereits mit der Vlog-Kamera gefilmt, die Experimente durchgezogen, aber noch nicht meine schönen Schnittbilder gedreht. Aber das war super, weil ich jetzt ja den ganzen Tag Zeit hatte, mich um die Produktion zu kümmern. Und so hatte ich Mitte der 2. Woche bereits mein erstes Video fertig. 8 Arbeitstage steckten neben der Experimentwoche in der Produktion. Damit war ich wesentlich... Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weiter, Leute, sonst kommen wir hier nicht durch. Ja, wir skippen mal zum nächsten Kapitel Numbers. Wenn ihr euch das ganze Video reinziehen wollt, checkt das auf jeden Fall gerne in meine Infobox aus, ja? ...schlechter geht, seit ich den Videovergleich angezeigt bekomme. Es geht nicht darum, dass der Creator das macht, was ihm gefällt und dadurch erfolgreich ist. Nein. Das ist der Optimalfall, aber das betrifft die wenigsten. Ja. Sondern zu verstehen, was die Zuschauer sehen wollen und danach zu handeln. Ja. Das macht Creator wirklich und lange erfolgreich. Ja, das stimmt. Wenn man möchte, kann man diese vielen Zahlen also für sich nutzen. Theoretisch zumindest. Ich verstand lange nicht, warum bestimmte Videos besser liefen als andere und ging immer davon aus, dass es am Inhalt lag. Mit Hilfe von Benny ist mir einiges sehr viel klarer geworden. Vor allem Titel, Thumbnails und Videoflow. Auf allen Ebenen muss klar sein, was die Zuschauer und Zuschauerinnen im Video erwarten können. Und die ersten 5 Sekunden eines Videos sind entscheidend. Denn da schalten bereits 20% der Zuschauer wieder ab. Ja, ADHS-Gesellschaft, was soll ich sagen, wa? Das sind ein paar der Parameter, die ich auf YouTube aktiv beeinflussen konnte. Aber es gab immer noch viele Parameter, die undurchschaubar auf mich wirken. Empfehlungsrate beispielsweise. Ich hab's euch schon 20 Mal gesagt, Digga. Ich werde immer noch nicht so empfohlen, wie es mal gewesen ist, Leute. In einem halben Jahr einfach die Hälfte meiner Views so. Einfach
so, YouTube macht so, YouTube macht diese und voila, er macht noch schlimmer. Und oft verstand ich nicht genau, warum mein neuestes Video jetzt wieder schlecht lief, aber dafür ein ganz altes Video plötzlich 100.000 neue Klicks produzierte. Ja. Und wenn man jetzt Berufs-YouTuber ist, kann das schnell zu einem... Du kannst doch nicht Leute mit der Krankheit ADHS beleidigen. Ich habe selber ADHS. ...ein Existenzproblem werden, wenn man beispielsweise aus den YouTube-Empfehlungen fliegt. An meinen letzten beiden Videos kann ich euch zeigen, wie wichtig die Empfehlungen sind. Mhm. Fast 60% meiner Zuschauer kommen nur über die YouTube-Empfehlungen. Bei mir Empfehlungsrate, Leute, bei mir die Empfehlungsrate steht 10%, 60% ist normal. Es ist krass, es ist wirklich krass. Wenn man da rausfliegt, kann es sein, dass der Kanal bald ganz abschmiert. Zeigt. Transparenz. Wie transparent findest du YouTube als Plattform? Ich hatte zum Beispiel jetzt ein Problem, dass meine Videos einfach immer noch zu 0% werbefreundlich sind. Momentan ist mein Kanal zu 0% werbefreundlich. Ich weiß nicht warum. Es gibt keine Anzeige von Videos und ich warte seit mehreren Monaten jetzt auf eine Antwort von YouTube. Gut, let's go. Grüße geht raus an euch und danke für die Problemhilfe. Meine Views sind tatsächlich um 50% seitdem eingebrochen. Was ich teilweise sehr schwierig finde, ist, dass Videos von mir gelb geschaltet worden sind, wegen den absurdesten Gründen, weil ich in einem Animal Crossing Video gemacht habe, das als Stöhnen deklariert worden ist und wir haben nie eine Antwort bekommen, warum. Das ist das Ding. Du siehst heute extrem attraktiv auf. Dankeschön. Danke. Das ist das Ding. Gnu ist eine Frau. Das ist das Ding. Nein, Gnu ist eine Frau und deshalb, weil sie als Frau gestöhnt hat, wird es als sexueller Content gewertet. Wenn ich als Mann mir einen von der Palme wehde und dabei stöhne, dann sagt YouTube jalla durch. Also das ist auch, es ist wirklich schwierig. Es kommt halt immer darauf an, was für ein Mitarbeiter halt da hängt und dann letztendlich einstuft, wie dein Video tatsächlich geratet wird. Und das ist krass. Da würde ich mir ein bisschen mehr Transparenz wünschen, wieso solche Dinge passieren. Ja. Null transparent. Ich habe absolut keine Ahnung, wie der Algorithmus funktioniert. Ja, keiner. Ich, immer wenn ich mit Leuten aus Netzwerken gesprochen habe, so Berater und es so, die haben immer gesagt, einen, du musst auf deine Watchtime achten. Und du musst es gibt immer einen, der sagt, das ist es, das ist das neue Ding. Und dann, ach Digga. Dies achten muss auf das, ich habe noch nie auf meine Watchtime geachtet. Ich versuche nicht jeden Hebel umzulegen, damit ein Video besser läuft. Nein, bringt auch nichts. Das Ding ist, Leute, man kann das auch gar nicht machen. Man kann es auch gar nicht machen. YouTube ist wirklich immer wieder ein Glücksspiel. Deshalb ist es auch immer so dumm, wenn irgendeiner sich einen auf geile Klicks wichst, wenn sich einer einen auf geile Klicks runterholt, dann ist das meistens einfach nur ein Glücksgriff gewesen, dass dein Video halt gerade extrem gut performt und es ist nicht hundertprozentig beeinflussbar. Keiner weiß, wie dieser Algorithmus funktioniert. Nicht mal YouTube weiß, wie dieser Algorithmus funktioniert. So, deshalb finde ich es auch immer dumm, wenn man halt sagt, oh, bei mir läuft Klicktechnik so geil, ich bin so eine geile Sau. Oder halt andersrum sagt, oh, bei dir läuft aber gar nicht, du bist so ein Opfer. Das kann man halt nicht, das kann man halt nie, es ist wirklich, Leute, YouTube ist so eine Bewegung. Ich habe es euch letztes Mal auf Social Blade bei mir gezeigt. Und da sieht man das halt auch nochmal ganz gut. Es gibt halt so ein paar Parameter, auch dieses Rating hier. Ich hatte immer A-, keine Ahnung, hier. Subs, also Abonnentenwachstum ist ganz, ganz wenig bei mir gewesen. Und man sieht das ja hier nochmal, ne? Also hier habe ich halt, hier bin ich runtergegangen von 2 Uploads auf 1. Ne? Das ist immer so mein Durchschnitt hier, so zwischen 26 und 35 Millionen war immer mein Durchschnitt. Hier bin ich dann runtergegangen und hätte mich dann eigentlich hier wieder eingependelt. Und dann ist aber Folgendes passiert. Meine Videos sind falsch eingerankt worden. Und dann seht ihr ja hier. Also ihr seht ja, in der ganzen Zeit, seit 2018, seit Anfang meines Kanals, hatte ich noch nie solche Aufrufe und es bleibt hier gleich, es bleibt gleich hier. Egal wie viel ich hochlade. Es ist so, als gäbe es ein Cap. Es gäbe es, als wäre wirklich ein Cap gesetzt worden, bis meine Videos dann wieder monetarisierbar sind. Also schon krass, finde ich. Und deshalb YouTube transparent absolut gar nicht. YouTube ist absolut nicht transparent. Punkt. Aber ich finde YouTube nicht transparent. Also YouTube finde ich tatsächlich überhaupt nicht transparent. Also ich muss sagen, ich habe YouTube überhaupt nicht durchschaut. So Instagram habe ich sehr gut durchschaut. TikTok komme ich auch gut. Finde ich absolut untransparent. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass meine aktive Zeit auf YouTube, die beläuft sich vielleicht auf 1,5-2 Jahre oder eigentlich nur 1,5 bis 1,5. Vielleicht ist es deswegen so, dass ich da einfach nicht so krass drin bin. Im Gegensatz zu Instagram oder TikTok, da kann ich immer vorher recht gut sagen, so okay, der Beitrag, der wird jetzt besser funktionieren, ja, der wird so weniger gut funktionieren. Auf YouTube nicht. Bei YouTube ist es für mich mittlerweile sehr, sehr schwer vorher zu sagen. Und das ist... Kapitel Burnout, denn da kann ich mitreden und genug glaube ich auch. Let's go. Dann startete ich ein neues Experiment. Eine Woche alles nach Bauchgefühl. Für mich war das eins der nachhaltigsten Experimente dieses Jahr. Ich hatte einerseits tolle Interviewpartner, unter anderem Rob Bubble, und andererseits war es ein Experiment mit wahnsinnig starken Effekten auf mich. Wer mehr wissen will, schaut das Video.
Direkt nach Ablauf der Woche setzte ich mich ans Skript, drehte und fing an zu schneiden. 4 Tage nach dem Experiment war das Video fertig. Ein neuer Rekord. Aber auch hinsichtlich meiner Arbeitszeit, denn ich hatte inzwischen meine Mittagspause gekürzt. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen, aber ich habe mich irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt. Kaito Sakurai, Digga, danke für die Gitte, dann sag ich genug. Und in all dem Chaos vergaß ich eine Sache komplett. Erzähl's mir. Die Interviews. Ja. Ich hatte unter anderem Rob Bubble interviewt. Und er hatte ein paar tolle und spannende Sachen zum Thema Bauchgefühl erzählt. Aber meinem super arbeitsintensiven Tagesrhythmus und mit Blick auf den optimalen Videoflow hatte ich vergessen, die kompletten Interviews reinzuschneiden. Und das fiel mir einen Tag nach Video-Release ein. Mir fiel zwar vorher schon auf, dass das Video kürzer war, aber ich dachte, dass es an diesem verkürzten neuen Schnittstil lag, den ich ausprobierte. Es lag aber vor allem daran, dass ich Robin vergessen hatte. Robin, falls du das siehst, nochmal ein dickes Sorry dafür. Tut mir wirklich leid. Wer jetzt denkt, ich hätte nach so einem Fehler einen Gang runtergeschaltet, der liegt mal falsch. Rüber zum Burnout. Kreativ. Wie geht's den anderen? Hatten die schon mal einen YouTube-Burnout? Red Adrian, danke schön, Bro. Ja, YouTube-Burnout. Ich glaube, ich bin mitten in einem Burnout gerade. Leute, soll ich euch mal was sagen? Hier sitzt er. King of Burnout. Ich hab seit... Ah, Dickerchen. Seitdem ich den Scheiß mache, hab ich Burnout. Ja? So sieht's aus. Ja, was soll ich sagen? Alexi Bexi, ich kann das nachvollziehen. Es ist normalerweise so, dass wenn man eine lange Zeit das Gleiche macht, dass man tatsächlich... Was ist deine durchschnittliche Zuschauerzahl auf Twitch? Ja, wenn ich scheiß Minecraft streame, dann 8.000 bis 10.000. Wenn ich hier alleine nackt sitze, dann 200. Ich kann es dir nicht sagen. Ich stehe im Lexikon als Burnout. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, man hat gefühlt alle, also jedes Jahr gefühlt, hat man tatsächlich einen Burnout, weil es normal ist, weil man entwickelt sich weiter, weil wir neuen Content ausprobieren und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Dicker, stell dir mal vor, ich würde jetzt hier noch sitzen und Who's Your Daddy oder sowas machen. Oder fucking Castle Rush mit Unge. Ich sag's euch, wie es ist. No way. Wisst ihr, was ich meine? Da man sich weiterentwickelt. Ich hatte keinen Bock mehr auf Fortnite. Ich hab's dran gegeben. Ich gebe immer wieder Sachen dran. Das ist wichtig und das ist richtig, dass man sich weiterentwickelt. Und nächstes Jahr wird's auch nochmal eine riesige Entwicklung geben, so. Dazu, by the way, später mehr. Aber das ist normal. Und diese YouTube-Burnouts, Kreativs-Burnouts sind für jemanden, der kreativ schaffen sind, das Schlimmste. Weil man tatsächlich so sehr befangen ist, man will ja weiter schaffen, man hat diesen inneren Drang zu machen und wenn man aber da nicht weiß, was man machen soll, dann tut's weh. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ehrlich, das tut weh, das geht in die Psyche. Schon eine ganze Weile, so, schon seit ein paar Monaten, wenn ich sogar schon irgendwie ein, zwei Jahre, Hallo? Wenn man sich in so Abhängigkeiten befindet, dann macht man halt einfach, dann funktioniert man einfach. Und wenn man dann nach 6 Wochen am Stück Jahr, Dankeschön. Content produzieren, dann mal einen halben Tag frei hat, dann klappt das wieder über einem so zusammen und ja, man denkt sich, scheiße, was habe ich bis hierhin in den letzten 6 Wochen erlebt? Dann versucht man sich zurückzuerinnern und man hat nur Arbeit. Ja, es ist so, Leute. Jeder Tag von mir, den ich normal arbeite, so, vorbei. Ich habe sechs Jahre die krassesten Sachen erlebt in meinem Leben und ich kann mich nicht mal an die Hälfte davon erinnern. Im Kopf, die einem dann einfällt, Langeweile zu haben, um zu wissen, wofür man sich interessiert. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann ist der YouTube-Burnout da. Ja. Ich stecke mitten in einem YouTube-Burnout, ja. Und der äußert sich auf jeden Fall bei jedem anders. Ja. Oh ja. Ich glaube nicht nur einen, ich glaube gefühlt schon 20 Stück in der Reihe. Es ist unglaublich schwierig, ständig... Imagine, man flext, wie viel Burnout man schon hatte. ...täglich abzuloaden und immer wieder neuen Content zu finden. Ich glaube, gerade als Gaming-YouTuber haben wir es dann auch ein Stück weit leichter, wenn man mal ein Spiel gefunden hat, was den Leuten Spaß macht und einem selber auch. Aber ich glaube, wenn man wirklich Videos mit einem deeper Meaning macht, dann ist es sehr, sehr schwierig, das auf einem täglichen Upload-Schedule irgendwie zu erfüllen. Das ist fast schon unmöglich. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall... Der Typ hat recht. Der Typ hat wirklich recht. Der Typ hat absolut recht, was der sagt. Halt schon sehr, sehr oft einen YouTube-Burnout hatte. Gerade eher so eine Art Kreativ-Burnout. Ey, ich kann den Real Talk komplett nachvollziehen. Ich kann es komplett nachvollziehen, was er sagt. Also dieses Gefühl, nicht mehr zu wissen, was kann ich jetzt an Content produzieren? Ja. Gibt es vielleicht neue Ideen in mir, die ich noch irgendwie gar nicht wirklich verfolgt habe? Oder vielleicht sogar ein bisschen die Angst, dass neue Dinge schlechter performen könnten als alte Sachen. Ja, ich hatte definitiv nicht nur einen YouTube. Ich find's krass, man muss dazu sagen... Der Typ sagt unglaublich, unglaublich krass intelligente Sachen und sieht dabei extrem gut aus, wirklich. Burnout schon. Ja. Ich hatte tatsächlich schon mal einen
fast richtigen Burnout. Das hat natürlich auch mit YouTube zu tun. Ja, habe ich auch gehabt hier. Panikattacke, jalla, schön rein da. Jetzt gerade würde ich sagen, also, dass mir die Motivation dafür fehlt, dann dass mir schön die Ideen fehlen. Winterdepression on top, geil, daran, Alter. Dass ich auch sehr viel auf der Plattform TikTok unterwegs bin und TikTok ist einfach viel, viel schnelllebiger. Wenn ich ein sehr aufwendiges TikTok schneide, dann dauert das 2, 3, 4 Stunden. Und plus halt die Drehzeit. Wenn ich allerdings ein sehr aufwendiges YouTube-Video schneide, dann dauert es vielleicht mehrere Tage. Und das TikTok-Video macht dann mal eben 2, 3 Millionen Aufrufe, während das auf YouTube halt leider nicht so ist. Und dadurch geht halt einem, glaube ich, so ein bisschen die Motivation weg. Mhm. Instagram war mein letztes Burnout, aber ein YouTube-Burnout hatte ich definitiv auch schon. Man wird süchtig vom Dopamin, wenn die Zahlen... Oh, so geil, wenn man geile Zahlen macht. Real Talk. Ich schwöre, Leute, es geht... Das ist no joke so. Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber hört mich an. Bei mir ist es Real Talk so, scheiß drauf, was ich monatlich mit YouTube verdiene. Scheiß drauf. Also wirklich, nicht ganz scheiß drauf, aber das ist eh so, CPM, kannst du nicht sagen, es ist hoch und runter. Viel geiler für mich ist es tatsächlich zu sehen, wenn meine Videos geil performen und wenn ich viele neue Leute auf den Kanal bekomme. Das ist Real Talk. Dopamin pur. Das ist einfach instant Dopamin. Wenn ich einen Chart sehe, in meinen Analytics, der geht so bei einem Video oder insgesamt. Es ist ein absolutes Ego-Ding und wir alle leiden darunter und wir alle knechten uns darunter, weil das ist genau das. Das Erste, was 90% dieser Content-Creator morgens machen, mir eingeschlossen, wir gehen morgens ans Handy und checken, Wie läuft's? Da, hier, da, bla, 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 bla. Und es gibt so Sachen, ich schaue mir meine Instagram-Statistiken zum Beispiel überhaupt nicht an. Die sind mir egal. So, ich hänge seit, glaube ich, einem halben Jahr jetzt auf 2 Millionen auf Instagram. Ja, und? So what? Gold Rush, dankeschön. Aber sehr viele Leute machen erstmal das, checken sämtliche Statistiken durch und machen sich dadurch kaputt. Das ist Fluch und Segen zugleich. Wir können alles überwachen, können aber tatsächlich nicht beeinflussen, wie es funktioniert. Und das ist ein Kopffick. Stellt euch vor, ihr kriegt jeden Morgen Zahlen. Stellt euch vor, ihr arbeitet im Unternehmen und ihr kriegt jeden Morgen Zahlen quasi vorgelegt von eurem Vorgesetzten. Und ihr habt den Monat komplett geil performt. Ihr habt richtig geil geleistet, ihr seid richtig zufrieden mit eurer Leistung, denkt geil. Diesen Monat lief es richtig gut. Und ihr seht die Zahlen und die Zahlen sind so. Oder worst case gehen sogar runter. Und euer Chef sagt euch dann, ihr werdet jetzt deshalb weniger bezahlt. Das fickt euren Kopf, das fickt wirklich euren Kopf. Ihr könnt nicht wirklich beeinflussen, wie es auf YouTube und Co. performt. Das ist einfach so. Das ist einfach wirklich so. Was soll ich sagen? Dafür muss man wirklich ein Mindset haben. Das muss man erstmal abkönnen. Toll sind und man wird abgestraft, wenn es mal nicht so ist. Zahlen und Internet und direkte Rückmeldung. Und Leistungsdruck, auch innerer Druck. Ich denke, da gibt es immer eine Möglichkeit, sich perfekt zu verhalten, sodass es einem selbst gut geht, aber es ist halt nicht so leicht. Ne? Zeit, ja. Hattest du schon mal einen YouTube-Burnout? Oh ja, aber ganz gut. Deswegen bin ich nicht erfolgreich, ich schütze mich vor diesem Mindset. Höre ich. Irgendwie schon so ein paar verschiedene Formen. Einmal auf jeden Fall den Überarbeitungs-Burnout, der ja, den kennen wir so alle. Davon kam, dass ich... übertrieben viel wollte und einfach einen starken Run hatte und den unbedingt halten wollte und die ganze Zeit Angst hatte, den Run zu verlieren, wenn ich jetzt aufhöre. Gerade wenn es gut läuft und wenn Leute erfolgreich sind und einen starken Run haben, dass sie dann extreme Angst haben die ganze Zeit beim Kreieren und sowas. Ich glaube, Influencer sind echt die Selbstständigen, die am meisten rumheulen. Keine Ahnung, ich würde nicht sagen, dass ich Influencer bin. Ich heule noch nicht rum. Ich habe mir diesen Scheißjob selber ausgesucht. Scheißjob, oh, mir geht's so schlecht. Ich habe mir diesen Job selber ausgesucht. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Es mag sicherlich Influencer geben, die rumheulen. Ich würde sagen, ich glaube, eine generelle Selbstständigkeit ist für niemanden einfach. Jeder Markteinbruch betrifft jeden. Keine Ahnung, also ich glaube nur, dass man halt, und das sagt gerade jemand im Chat, auch von den Influencern tatsächlich am meisten mitbekommt. Jeder heult rum. Bei den Influencern bekommt man es nur am meisten mit, weil das halt Influencer sind mit einer großen Reichweite, ne? Deshalb, ich glaube, der komplette, keine Ahnung, Digga, ich glaube einfach, der komplette fucking selbstständige Holzbullenschnitzer, Holzschalenschnitzer, Zweig heult gerade auch rum. Ja, aber kriegt man es mit? Nee.
Entscheidungen zu treffen, die dann dazu führen könnten, dass es irgendwie wieder schlecht läuft. Und das ist, glaube ich, wirklich so die Urangst von allen Creatoren, die irgendwie auch mit einer existenziellen Angst natürlich verbunden ist, dass man denkt irgendwie, boah, dann verfalle ich in die Irrelevanz und dann ist alles vorbei. Ende 2016, Anfang 2017 war so meine Burnout-Phase. Da habe ich auch eine Zeit lang eine YouTube-Pause gehabt. Und ratet mal, und jetzt muss ich mir selber noch auf die Schulter klopfen, ratet mal, wer für Unge da war. Und das sagt er immer noch. Das war ich. Weil ich wusste, der Junge wird wieder erfolgreich und dann kann ich mich wieder hochziehen. Seine Persönlichkeit und seine Emotionen, die gehen mir natürlich ganz klar am Arsch vorbei. Alles, hab da so ein bisschen alles hängen lassen. Ich finde Burnout ein bisschen zu krass, weil ich Burnout eher so wirklich mit Therapie und ein halbes Jahr down und alles geht gar nichts mehr. Aber wir hatten schon eine Phase, wo es mir echt psychisch überhaupt nicht gut ging. Normal. Und da war YouTube auf jeden Fall mitschuld, beziehungsweise nicht nur YouTube, also alles, was dran hängt. Ich hatte tatsächlich zum Ende des UFOs, das war ja das Projekt von Revi, Dena, Paluten, Izzy und mir. Hättest du sagen können, es war das Projekt von Revi, hätte gereicht. Hatte ich 2018 das erste Mal einen Burnout, habe ich festgestellt, als ich in einer Psychiatrie war, war nicht wegen mir und im Warteraum, vorne lag ein Heft, wie erkennt man Burnout? Und in diesem Heft habe ich die erste Seite aufgeschlagen. Da war dann alles, so ein sehr schönes Kindergartenbild mit so 7-8 Fakten. Und bis auf einen Stress-Tinnitus hatte ich alles davon. Stress-Tinnitus, Maschallah, ich kenne ihn so gut. Immer diese geile Piepsen in meine Ohr, gibt mir jeden Morgen neue Energie. Sehr, sehr ausgeprägt, was mich da auch dann zugeleitet hat, dass ich noch weitergearbeitet habe, dann richtig gegen die Wand gelaufen bin und dann für 2 Wochen heulend um 16 Uhr in meinem Bett lag. Let's go, so macht man das. Das kenne ich, Digga. So macht man das. Sich noch schön, das ist so geil. Das ist so geil. Wenn es einem scheiße geht, bei so Burnout-Geschichten und sowas, sich noch schön richtig selber hochnehmen und sich dann schön reingrinden und sich aber dann noch weiter Gedanken machen und dann liegt man da und man denkt sich, boah, es wäre so einfach und ich habe so viele Ideen, aber man hat nicht die Kraft und das ist so beschissen, Digga, wirklich. Das ist so beschissen. Also ich glaube, ich hatte es nicht so intensiv tatsächlich. Ich habe es eher so konstant. Aber ich habe mich dran gewöhnt. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich einfach dran gewöhnt. Es ist für mich ein Normalzustand geworden. Es ist für mich ein Normalzustand, dass ich constantly gestresst bin und genervt bin. Und der Trick ist einfach, euer Burnout mit mehr Arbeit zu überbrücken. Das ist das Unternehmer-Mindset. Versteht ihr, was ich meine? Nicht schön. Aufpassen. No joke, was Freddy gerade sagt, passt bitte wirklich auf euch auf, ich meine das ernst. Mir geht es momentan tatsächlich, obwohl es gerade nicht so gut läuft, eigentlich sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sein. Wie vielen anderen ging es mir auch. Ich konnte nicht mehr. Ich lag nachts wach, todmüde, aber konnte nicht ich höre manchmal Alphastein im rechten Ohr. Digga, das ist kein Burnout, das ist eine fucking Psychose. Einschlafen. Stand morgens auf und starrte auf die Statistiken. Ja, geil, so lebt man ungesund. Ich war aber noch nicht bereit aufzugeben. Ich hatte ja noch das Dopamin-Video vor mir. Mein Hero-Moment, meine Rettung, mein extremstes Experiment und meine komplexeste Schnittaufgabe jemals auf diesem Kanal. Ich wollte gerade damit anfangen, als meine Augenentzündung zurückkam. Oh nein. Ich hatte Ende Juni eine komplexe Augenoperation. Daraus sind die 2 Videos 14 Tage ohne Bildschirme und 7 Tage ohne Dopamin entstanden. Geil. Als ich dann dieses Video hier gemacht habe, 1 Monat als Vollzeit-YouTuber, war die OP aber schon Monate her. Es gab keinerlei Ankündigung. Josef hat so kranke Augen, so krass. Für eine Verschlechterung meines Augenzustandes und meine Arbeit am Filmset ist oft wesentlich stressiger als diese YouTube-Wochen. Aber es reichte aus. Die Entzündung war wieder da und ich saß beim Augenarzt. Ja, viel zu viel selbstgemachter Druck. Einfach dumm. Ja. Qualität braucht Zeit, aber auch Ruhe. Mir war klar, dass ich selber schuld war an der Situation. In Selbstexperimenten versucht man ja auch immer ein bisschen an die eigenen Grenzen zu gehen. Aber wenn es gesundheitsschädlich ist, sollte man wirklich sofort aufhören. Goldrush Lethoff, Dankeschön. Und so fuhr ich in der 4. Woche alles runter. Ich vertiefte mich in Bücher, reduzierte meine Bildschirmzeit extrem und nahm die Geschwindigkeit raus. Oh, sowas will ich auch mal da machen. Ich ein Video sowas will ich auch mal machen, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wenn ich das mache, wenn ich das machen würde, dann würde ich, glaube ich, innerhalb von einem Tag, ich glaube, ich würde einfach irgendwen abstechen. Vorproduziert hatte, setzte ich mich eine Woche nach dem Experiment ganz entspannt wieder ans Skripten und Schreiben und schaute, ob ich überhaupt Lust hatte dazu. Und plötzlich war der Spaß wieder da. Und endlich traute ich mich an mein Dopamin-Video. Konstilü, dankeschön. Und ich nahm mir so viel Zeit, dass ich es nicht rechtzeitig schaffte, das Video fertig zu machen und musste es in 2 Teile teilen. Aber das war mir egal. So war es weniger Stress und es funktionierte trotzdem sehr gut.
Insgesamt hatte ich sehr viel Spaß beim Drehen und Schneiden des Videos. Und nach einem sanften Start ging das erste Video dann richtig ab. Ja, und als zwei Wochen später der zweite Teil kam, bekam mein Kanal einen gewaltigen Schub. Mhm. Meine Views stiegen von knapp 90.000 auf über 400.000 im Monat an. Krass. Und damit auch meine Einnahmen. Nach Euro-Umrechnung und Abgaben ans Netzwerk auf knapp 1.646 Euro vor Steuern. Das ist ein Stundenlohn von 5 Euro. Allerdings darf man hier auch nicht vergessen, dass ich seit 8 Jahren auf YouTube bin und Content produziere und viel Zeit hatte, mir eine Base aufzubauen. Direkt nach den beiden Videos traf ich aber auch die Entscheidung, nur noch ein Video im Monat zu machen. Zwei Videos waren einfach zu viel, um Spaß, Anspruch und Qualität hochhalten zu können. Mach mal zwei Videos am Tag, was ist denn mit dir? Glücklicherweise habe ich für dieses Video einen Sponsor bekommen und konnte mir hier noch mehr Zeit lassen und auch ein paar Arbeitstage rein investieren. Bevor ich euch erzähle, was ich gelernt habe und wie ich überhaupt zu 160.000 Abos auf diesem Kanal gekommen bin, ein kurzes Wort meines Sponsors. Dieses Video wird von NordVPN gesponsert. Wollt unabhängig von eurem Standort eure Lieblingsserien sehen, obwohl ihr im Ausland seid? Ja, da wackelt die Wand! Ich will unbedingt dieses Placement kaufen. Am besten während des Urlaubs oder während der Ferien. Es ist krasser, als man denkt und ziemlich unbeständig. Mhm. Und ich habe mal ein paar sehr krasse YouTuber gefragt, ob sie euch den Job empfehlen würden. Ja, also bei mir ist es tatsächlich damals so gekommen, ich muss auch das immer wieder betonen, ich habe... Ja, jetzt redet die wieder dumme Scheiß. Meine Spaß, ist die noch hier? Safti, ist nicht mehr da. Ja, Leute. Ausbildung fertig gemacht, ich habe meinen Bachelor und Master in Neue Medien fertig gemacht und ich war danach arbeiten und habe parallel immer YouTube gemacht. In der Zeit habe ich Gnu auch kennengelernt und Digga, die Arme hat sich wirklich zugrunde gearbeitet, Mann. Real Talk einfach. Ganz, 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 ganz krank, was die da durchgemacht hat. Ich habe da biegsten Respekt vor, wirklich. Mr. Muggins, Dankeschön. Deswegen würde ich immer raten, macht eure Schule fertig, macht eine Ausbildung fertig und ein Studium, weil das kann man nebenbei machen. Das habe ich. Und vor allen Dingen auch mal hier eine Message von mir. Probiert ruhig mal verschiedene Drogen, ja? Nehmt mal Heroin oder sowas, wenn ihr jung seid. Klar, ne? Mach das nicht, das war ein Witz. Das war ein Witz, bitte mach das nicht, das war ein Witz. Ich auch geschafft, es war zwar enorm hart und es war extrem, weil ich habe nebenbei auch noch gestreamt, aber es ist machbar. Wenn, ich würde jedem, der YouTube anfangen möchte, empfehlen, macht einfach das, worauf ihr Spaß habt, weil selbst wenn ihr dann keine... Macht einfach das, worauf ihr Spaß habt. Checkt ihr, Leute. Er sagt's euch. Macht, worauf ihr Spaß habt. Macht, worauf ihr Spaß habt. Versteht ihr? Macht, worauf ihr Spaß habt. Ganz einfach. Wenn ihr großen Zuschauerzahlen habt oder keinen finanziellen Erfolg oder wirtschaftlichen Erfolg, solange ihr Spaß hattet, habt ihr zumindest ein cooles Hobby gehabt, wo ihr Spaß dran hattet, ja. Das ist die verwirrteste Aussage. Das ist die verwirrteste Aussage von einem Menschen, die ich jemals gehört habe. Das ist die verwirrteste Aussage, die ich jemals... Lass es doch mal ganz kurz sagen, was Simon sagt. Ich verstehe seine Grundmessage, aber es ist wieder ein typischer Unge. Auch geschafft, es war zwar enorm hart und es war extrem, weil ich habe nebenbei auch noch Deutsche Portugiese. Gestreamt, aber es ist machbar. Wenn, ich würde jedem, der YouTube anfangen möchte, empfehlen, macht einfach das, worauf ihr Spaß habt, weil selbst wenn ihr dann keine großen Zuschauerzahlen habt oder keinen finanziellen Erfolg oder wirtschaftlichen Erfolg, solange ihr Spaß hattet, habt ihr zumindest ein cooles Hobby gehabt, wo ihr Spaß dran hattet. Ja. Solange ihr Spaß hattet, hattet ihr auf jeden Fall ein cooles Hobby, wo ihr Spaß hattet. Ich check schon, was er meint. Ich check schon, was er meint. Aber wenn man mit diesem Bild, also angenommen, angenommen, ich würde jetzt in die Innenstadt gehen und ich nehme dieses Bild hier, ja, und zeige das Leuten in der Innenstadt. Ich zeige das Leuten in der Innenstadt und sage, dieser Mann ist Millionär. Dieser Mann ist Millionär. Dieser Mann ist Millionär. Und schreibe dann sein hier, so, hier steht dann so, wenn ihr Spaß hattet, habt ihr Spaß gehabt. Das ist sein Zitat. Dann denken doch alle, dass das ein Wahnsinniger ist. Die denken doch einfach, dass der wahnsinnig ist, dieser Mann. Und das ist mal wieder geil, Leute. Das zeigt einfach, auf YouTube ist für jeden Platz. Auch für diesen kleinen Schatz hier. Ja, ihr geht ja auch nicht snowboarden und denkt jetzt, ich muss damit Geld verdienen. Oder ihr geht ja auch nicht tauchen und denkt, ich muss damit Geld verdienen. Genau. Doch, Commander Krieger denkt so. Also sollte man erstmal... Unge hat die ganze Insel weggekifft. YouTube rangehen. Und YouTube als Vollzeitjob? Boah, nee. Ich sag, wenn man zu der Plattform und zum Content nichts beizutragen hat, dann lass es. Wenn du keine Uniqueness, keine Einzigartigkeit oder irgendwas wirklich Interessantes hast, was du vermitteln willst, dann als lass Vollzeitjob? Wenn du probiert's einfach, no joke, probiert's einfach.
Probiert's einfach. Wenn ihr Bock habt, einen Kanal zu machen, macht einfach. Macht einfach. Was an dir hast, was geil ist, dann... Leo TV, Digga. Werden dich Menschen schon von alleine finden und du musst nicht hausieren gehen für etwas, was sowieso belangloser Käse ist, den auch tausend Robin andere Leute Zock live, dankeschön. Hm. Kuss, danke. Ich möchte hier niemanden den Mut absprechen und zu sagen, sei kreativ und geh da raus und kreiere. Aber ich glaube, dass das tatsächlich immer schwieriger wird, sich momentan auf dieser Plattform zu etablieren. Der Mann sagt wieder gute Sachen. Hören wir dir mal zu, was er sagt. Da gibt es immer wieder Kanäle, die riesige Erfolge feiern und durch die Decke schießen. Aber ich habe das Gefühl, dass es ja mit der Masse an steigenden Creatern immer schwieriger sein wird, sich da irgendwie zu etablieren in der Nische und seinen Platz zu finden. YouTube ist kein sicheres Ding. Das kann man nicht wie einen Job sehen. Man muss sich ständig neu erfinden. Man muss diesem konstanten Stress irgendwie... Der hat ein nice Mikrofon, ne? Die standhalten können. Und vor allen Dingen muss man halt wissen, dass das Ganze nicht wirklich eine Planbarkeit hat. Safe. Ich glaube, das Ganze einfach mal auszuprobieren ist sicherlich nicht verkehrt. Und wenn es klappt, dann seid ihr einer der wenigen Glücklichen, die damit ihr Leben unterhalten dürfen. Aber eine direkte Jobempfehlung würde ich auf jeden Fall nicht aussprechen. Ja, nein, ja. Vielleicht. Also ich würde jeden bereits Medienschaffenden empfehlen, sich etwas auf YouTube aufzubauen. Und auch wenn es nur so ein Wii-Upload ist. Ist das heller von Sinn? Kleinigkeiten. Unabhängiges kleines Standbein. Aber sagen wir Leute, die es so nebenbei machen oder Schülern, gerade Schülern würde ich es nur als Hobby empfehlen. Ja, safe. Und einfach eher, dass sie es für sich machen. Als Hobby betrachten und wenn sich daraus was entwickelt vielleicht, ne, was Ernsteres, dann kann man überlegen, diesen Sprung zu wagen. Aber man sollte niemals damit safe. Ne, zuerst rangehen, oh, ich mach das als Beruf. Ja, man, es sollte sich natürlich entwickeln. Also ich persönlich würde, glaube ich, überhaupt keinen Content-Creator-Job als Beruf in dem Sinne empfehlen. Das würde ich niemals machen, erst recht nicht bei YouTube, weil das wirklich meines Erachtens mittlerweile super, super schwierig vorherzusehen ist, eben was... YouTube-Haus eigentlich Burnout-Haus. Man Burnout, oh, Digga, scheiße, ich glaube, ich hatte gerade wieder einen Schlaganfall. Wie erreichen kann. Ich sag mal, sich in den Kopf zu setzen, ich werde jetzt YouTuber, um berühmt zu werden, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube tatsächlich, um ehrlich zu sein, die wenigsten Leute sind geeignet dafür, richtig YouTube zu machen, weil das schon auch einem ist schon nicht ohne. Abgesehen davon bist du halt, musst du auf jeden Fall bereit sein, übel viel zu arbeiten. Nonstop mit 9-to-7 ist da nichts. Meistens hast du auch kein Wochenende. Nee. Auf keinen Fall würde ich YouTube... Auf keinen Fall, ey. Digga, also jetzt mal Real Talk. Ich sollen wir den Freeze-Frame kurz so lassen oder gehen wir weiter, Leute? Was sagt ihr? Besser. Das Ding ist, ich bin ehrlich, also es ist Real Talk, so, dass, ja, Wochenende, was ist das, Alter? Ich schwöre, was ist Wochenende? Wochenende ist non-existent, Mann. Also, Digga, ich muss aber auch ehrlich sagen, dafür enjoy ich diesen Grind zu sehr. Also, ich finde es irgendwie, das ist so wie eine, das ist sowas Masochistisches irgendwie. Ich finde es geil, mich selbst zu ficken. Also, jetzt bitte das nicht aus dem Kontext verstehen und schneiden. Primär so zu verstehen, dass ich meine, so viele Fragezeichen im Chat. Ich finde es geil, mich selbst zu ficken mit Arbeitsoverload. Checkt ihr, was ich meine? Ich finde es halt nice, wenn man viel zu tun hat. Das mag ich. Ich finde es geil, mich nochmal hinzusetzen und zu streamen. Und ich finde es geil. Es macht mir irgendwie Spaß. Versteht ihr, was ich meine? Es ist quasi fast schon... eine Work, wie heißt das, Workaholic-Geschichte so ein bisschen, ne? So ein bisschen, es ist, Mann, Chat, Alter, ihr checkt doch, was ich meine. Ich meine, dass es geil ist, immer viel zu tun zu haben. Wir gucken weiter. Fickt euch einfach ins Knie. Als Vollzeitjob empfehlen. Es ist tatsächlich ein Fulltime-Job. Also wer aktiv YouTube macht, geil, dieser Streamer. Das ist ein Fulltime-Job. Also sicher würde ich sagen, ist der Job nicht, weil du wirklich eigentlich konstant on top of your game irgendwie bleiben musst und das ist schon eher eine dauerhafte Unsicherheit ist, die man empfindet, würde ich sagen. Ja. Also YouTube als Job hat in meinem Leben unfassbar viele geile Sachen gebracht, aber halt auch richtig schlimme Sachen. Zum Beispiel bei mir, richtig geile Sachen, sau viel Geld. Schlimme Sachen, Unge, habe ich kennengelernt. Muss man immer abwiegen. Und es gibt aber auch Phasen, in denen fühle ich mich minderwertig und schlecht und es läuft nicht so und ich... Ja, so fühle ich mich immer. Geil. Auch eigentlich Urlaub, aber habe das Gefühl, erst noch die Kanäle auf den richtigen Stand zu bringen, weil ich Angst habe, dass wenn ich zurück aus dem Urlaub komme, meine Existenzgrundlage weg ist. Ja, ich glaube, du darfst einfach keinen Urlaub machen. Hält es sich wie mit jedem anderen Job auch
meine Oma würde sagen, Beruf kommt von Berufung. Und wenn du dich also dazu berufen fühlst, das hier alles zu machen, dann gehört da eine Menge Disziplin dazu und auch ja, der Wille, das durchzuziehen. Aber das ist... Chat, ich meine das hier gerade sehr, sehr ironisch alles. Ne? Ich mache das schon so lange, Alter. Also, das ist alles hier oben. Alles. Alles super. Ich nehme mal an, bei jedem Job so. Ich würde YouTube niemals als Vollzeitjob empfehlen, weil ich es auch nicht für einen sicheren Job halte und deshalb natürlich auch niemals Schülern raten, das als Karriere anzugehen. Das Trügerische bei YouTube ist ja, dass man, wenn man sich die Stars auch auf der Plattform anschaut, dass man schnell sagen würde, das ist ja trivialer Scheiß, das kann ich ja auch. Im Zweifel stimmt das. Im Zweifel ist es trivialer Scheiß und im Zweifel kann das jeder auch. Aber das ist auch genau das Problem. Deshalb probiert es nämlich auch fast jeder. Mhm. Und das führt eben dazu, dass es so eine wahnsinnige, es ein wahnsinniges Überangebot an Content gibt, dass es wahnsinnig schwer ist, da gefunden zu werden, selbst wenn man richtig gut ist. Und dann muss man noch dazu sagen, dass kann ja gar kein sicherer Job sein, weil der Job auf dem Businessmodell einer anderen Firma basiert, nämlich auf dem Businessmodell von YouTube bzw. Google. True. Und jetzt hat man ja gerade bei Mixer von Microsoft gesehen, wie sehr das in die Hose gehen kann. Ich würde es wirklich... Ja gut, ob jetzt Google einfach sagt, Leute, ey, dann muss ich jeden Tag streamen, Alter. Und wenn Twitch, dann muss ich Musik machen. Und wenn Musik verboten wird, dann... Kinders, dann komme ich zurück mit veganem Eis. Ein veganer Eisladen oder sowas mache ich dann einfach. Niemandem empfehlen, das als Karriereplan anzulegen. Es tut mir leid. Ich liebe meinen Beruf als Regisseur und Autor sehr. Und Berufs-YouTuber würde ich nicht sein wollen. Aber es ist mein liebstes Hobby. Und finanziell waren diese 4 Wochen nicht schlecht, aber kein Vergleich zu meinem Job. Ja. Ja, wie kommt man denn jetzt zu 160.000 Abonnenten, Mann? Ich würde gern sagen, es lag ganz alleine an der schier übermenschlichen Qualität meiner Videos und dass ich seit 8 Jahren regelmäßig Content produziere und auf diese Plattform hochlade. Aber wie so oft im Leben liegt es vor allem an Wegbereitern und Kontakten. Neben guten Inhalten braucht es eine Menge Glück, um von den richtigen Leuten entdeckt zu werden. Aber auch Skills im Umgang mit Menschen sind wirklich wichtig. Damit ihr nachvollziehen könnt, wie groß und klein die Schritte bei mir waren, werde ich mich jetzt mal an ein paar Stellen bedanken. Oh, was geht Danke jetzt? Holly, Freegamer, das Mirko und Bosi, dass ihr mich immer wieder euren Zuschauern empfohlen habt und meine kleine Community zum Wachsen 2012. Gebracht habt, krass. Obwohl ich nur Unsinn gemacht habe. Oder vielleicht war es auch deswegen. Danke, Alter 4 Games, dass du mir so früh die Chance gegeben hast, so einige deiner Videospiel-Reviews mit absurden Songs zu füllen. Geil. Danke, Melissa, dass du mit mir YouTube entdeckt hast und Lust auf all den dadaistischen Irrsinn hattest. Danke, Mr. Trashpack. Deine wiederholten Empfehlungen in WhatsApp haben mir den ersten großen Abonnentenschub verpasst. Danke, Mr. Trashpack. Und mich über die 10.000 Abo-Grenze geschoben. Danke, Mr. Trashpack. Danke, Fabian Siegesmund, dass du mich kontaktiert hast, nachdem du meinen Kanal entdeckt hast und mir Ende 2014 nach nur einem Video für The Menschen die Chance gegeben hast, ein Jahr lang die Webserie Das Netzwerk zu schreiben, drehen, so inszenieren und komplett zu produzieren. Danke für dein Vertrauen und das Vertrauen deiner Kollegen. Danke, Simon Unge, dass du mich, obwohl wir uns erst sehr kurz kannten, auf eine Reise in den... Alter, kriege ich keinen Danke. Du warst... Digga! Amazonas. Wenn ich jetzt keinen Danke bekomme, schlag ich dich in den Bildschirm. Bis heute immer für mich da warst, wenn ich dich gebraucht habe. Danke, David Hein, für die guten Ratschläge, den Mut und die nicht enden wollenden Erwähnungen im Podcast Lästerschwestern. Es ist eine Schande, dass wir keine Nachbarn sind. Danke, Revi, für... Ja, geht doch. ...all die Videos, die wir bis heute nie gemacht haben, aber zu denen du immer zugesagt hast, weil du Bock hattest. Ja! Ja! Geil! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, nee, ja, ja. Ja, ja. Zusagen, das kann ich. Delivern, da bin ich raus. Danke, Marty Fischer, dass du dich mit mir und Fabian ins TV-Lab getraut hast und seitdem ein so wunderbarer Partner in vielen Produktionen für Web und TV warst. Und ein guter, wenn auch wirklich geisteskrank, sowie talentierter Freund, mein lieber Maritem. Danke, Lisa, dass du mir trotz eines holprigen Starts vertraut hast. Ich schätze den Austausch mit dir nach wie vor sehr und bin dankbar für deinen Rat und deine Freundschaft über all die Jahre. Danke, Rezo, dass du der Erste warst, der sich in mein Format Get Inside getraut hat. Danke, Rezo, dass du die ganze CDU hops genommen hast, diese Dreckspartei, Rezo, danke. Und so offen warst, wie ich es nie erwartet hätte. Bisher traut sich niemand sonst.
Das ist übrigens der Grund, warum aktuell keine neuen Folgen kommen. Danke, dass du mich bis heute so nah an allem teilhaben lässt, seit wir uns 2017 auf dem Webvideopreis das erste Mal persönlich getroffen haben. Danke für die Einblicke und dein Vertrauen. Danke, Mai, dass du dich 2016 in mein Format Schade verirrt hast und aus unserem damaligen Gespräch über deine Pläne so viel mehr entstanden ist, als ich je gedacht hätte. Danke für deine Empfehlungen, deine Unterstützung und alles. Es gibt noch so viele Menschen mehr und ohne die Empfehlungen, den Rat und... Ganz wichtig, danke Christoph Krachten. Danke Christoph Krachten. Danke Christoph Krachten, danke. Danke Christoph Krachten. Die Hilfe dieser ganzen Menschen wäre ich mit Sicherheit heute nicht hier. Danke an alle, die meine Leidenschaft fürs verspielte Filmemachen, unterhaltsamer Dramaturgie und den Irrsinn in mir erkannt und... gefördert haben. Ich habe bestimmt einige vergessen und das tut mir wirklich leid. Schreibt mir sehr gerne auch mal in die Kommentare, woher ihr meinen Kanal kennt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wie habt ihr mich entdeckt? Danke auch an Christian Noll und Benny Bär für die Expertise im Video. Danke an meine Patreons, dass sie mich bei meiner Kunst unterstützen. Und danke an dich, dass du dir das Video bis hier... Danke an dich für das Video, Alter. Danke. Danke an dich, Alter.